Nastrovje und herzlich willkommen zurück hier bei Unturned in Russia. In Mütterchen Russland. Wir sind tatsächlich endlich in Moskau. Ich kann leider nicht mehr reinzoomen auf die Karte mit dem Mausrad. Ist wahrscheinlich mit dem letzten Patch flöten gegangen. Aber es wird sicherlich zurückkommen. Was wollte er denn? Hat er nicht gesehen, was ich für ein Messer habe? Die haben doch keine Chance. Wir wollten aber hier in die ganzen Häuser reingucken. Wir sind nämlich auf der Suche nach ganz wichtigen Sachen. Wie zum Beispiel ein White T-Shirt. Nein, ich suche eine typisch russische Mütze. Und mir ist aber noch nicht eingefallen, wie die heißt. Ist aber nicht so schlimm. Als nächstes geht's hier rein. Ach, guck mal, da ist ein Militärpoint. Den schauen wir uns natürlich auch mal ganz genau an. Und dann will ich da hinten auf... Wow! Da hinten auf jeden Fall mir auch... Ja, ich weiß leider nicht, wie das heißt, aber das ist halt so eine Kirche, ne? So eine russische. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wenn ihr wisst, wie die heißen, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich es beim nächsten Mal gerne erwähnen, dass ihr also mir so weit geholfen habt, mir darauf zu schreiben, wie die Teile heißen. Das wäre Hashtag Ultrahilfe. Da haben wir ein Military Knife. Das ist doch das, was wir haben, ja. Das ist das, was wir haben. Da oben lag eine Lampe, die habe ich gesehen. Die brauchen wir aber nicht. Und Schuss für dieses komische Ranger-Ding. Brauchen wir vorerst auch nicht. Da aber liegt ein Barett und das brauchen wir. Von allen Dingen, die man haben kann, brauchen wir das Barett am allerdringomatischsten. So, und weil das Spiel das weiß, hat es uns gleich zwei Baretts mitgegeben. Eins nämlich zum Rupp, und eins zum Repairen. Repair. So, zack. Dann können wir die nämlich auch salvagen. Und wahrscheinlich können wir hier sogar ein Rack draus craften. Haben wir noch ein Rack? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben hier noch ein Dressing. Wir haben auch total viele Filter. Und wir haben auch noch diese. Ich weiß, heult nicht. Meckert nicht. Alles gut. Aber wir brauchen die Scheiße eh nicht. Die Axt nehmen wir mit. Die Teile sortieren wir mal. So hier. Na. So hier hin. Ach komm, wen rede ich irgendwas ein? Wir sortieren ja sowieso 50 Mal am Tag und irgendwie bleibt alles gleich. Ist auch keine russische Mütze. Ich will jetzt diese russische Mütze haben. Hallo? Wie kann das angehen? Wir sind in Russland und keiner hat eine russische Mütze bei? Na. Was? Was ist das? Was ist denn das? Purple Cap. Komm, dann lass ich mich lieber erschießen. Ach, das waren Shorts. Das sah aus wie eine kurze Knarre irgendwas. Ich dachte, okay. Aber ist es nicht. Das ist eine Shorts. Und Shorts brauchen wir so dringend wie ein Pickel am Arsch. So. Ich dachte ja, dass einer von denen ein Unsichtbarer wäre. Aber scheint nicht so. Ich weiß nicht, der Kreml sieht auch, glaube ich, so aus, ne? Das ist auch so ein Gebäude. Das sieht schon cool aus. Ich freue mich ja über jedes neue Ding, was wir in Unturned bekommen, weil wir sind ja, also wenn man es genau nimmt, ne, sind wir in Unturned schon 2 Jahre unterwegs, Leute. Habt ihr das eigentlich schon mal mitbekommen? Die ersten Unturned-Folgen, die haben wir irgendwann, glaube ich, im Sommer 2014 gemacht. Und die erste Folge hat, glaube ich, auch schon, was heißt schon, die erste Folge hat 4000 Aufrufe oder sowas. Könnt ihr mal reingucken? Vielleicht verlinke ich euch die, man kann ja so eine Anmerkung machen.
pinkelnder Kackfrosch. Alter, das sieht ja fett aus hier. Wäre cool, wenn man da irgendwas hinschreiben könnte. Oh, er hier. Atlas, das sehe ich sofort. Atlas, der die Welt auf den Schultern trägt. Typischer Russe. Der hieß in Wirklichkeit nämlich Atlaskowitsch. Obwohl das wahrscheinlich eher polnisch ist. Wir aber schauen uns hier weiterhin um. Ich weiß gar nicht jetzt, was wir unbedingt noch brauchen können. Eigentlich einen größeren Rucksack immer ganz gern. Bessere Waffen. Vor allem Aufsätze für die Waffen. Und dann will ich natürlich hier endlich mal rausfinden, wo hier anscheinend diese unter Wasser liegende... Oh, ich dachte, da kommt gerade ein Airdrop. Diese unter Wasser liegende Station ist. Irgendwas war hier unter Wasser. Ich habe das in den Trailern gesehen und ich will das haben. Hier gibt's Pizza. Pizza von Antonio. Arschloch. So, aber hier, der Korn war richtig cool. Und ich würde sagen, den pfeifen wir uns direkt auch rein. Warum auch immer der zwei Plätze wegnimmt. So ein bisschen Korn. Und hier haben wir eine Pharmacy. Obwohl, da will ich jetzt eigentlich nicht rein. Denn wir haben alles von der Pharmacy, was wir brauchen. Wir haben noch ultra viele Hustensäfte und, und. Da vorne ist eine Polizeistation. Nochmal. Anscheinend hat Moskau zwei Polizeistationen. Ich meine, hey, ich beschwere mich nicht. Heißt für uns, wir können vielleicht noch mehr Magazine für unsere Pistole finden. Und das ist immer gut. Hallo. Okay, das ist für eine Pumpgun. Hier haben wir nochmal so ein Magazin. Warte mal, ist das für... Ja, das ist unser Magazin. Polizeimützchen, ein Tonfer, beziehungsweise wie heißt der denn hier eigentlich? Ein Baton. Baton. So, dann können wir hier wieder zusammenfassen, damit wir nicht so viel Platz verschwenden. Und können dann zum Beispiel auch die Magazine mal wieder füllen. So. Ja, alles in allem, das war Moskau. Nee, warte mal, hier ist auch eine U-Bahn-Station anscheinend. Da schauen wir auf jeden Fall nochmal runter, aber erstmal müssen wir hier... Senor Spooky! Den weghauen. Jetzt habe ich schon wieder nachgeladen, ich will das immer gar nicht. Das ist so Reflex, die scheiß Jahre, die man COD gespielt hat. Scheiße, das ist zu. Aber wenn hier ein Eingang ist, dann muss irgendwo noch ein Eingang sein. Irgendwo muss es runtergehen. In die Tiefen. In die Dunkelheit. Hilfe! Alter, die Kavallerie. Tja. Ich würde mal sagen, legt euch nicht mit Semi an. Ja, aber irgendwie scheint es hier nirgends nochmal runter zu gehen. Also ich sehe hier auf jeden Fall auch nichts, was mich jetzt hier nach unten führen würde. Es sei denn, irgendwo in der Stadt ist wieder so ein versteckter Zugang. Mich reizt es ja auch, irgendwie auf so einen Militärstützpunkt zu gehen. Denn eine Sache, die wir in dem ganzen Let's Play noch nicht hatten, war ja Painkiller. Bandage können wir mitnehmen. War ja, dass wir mal mit einem Helikopter geflogen sind. Apropos, hier gibt's nicht mal eine Tankstelle oder habe ich die übersehen? So, Hustensaft. Vitamine brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Vitamine brauchen wir, wie gesagt, nicht. Das ist mir auch egal. Bandit nehmen wir mit. Bandit nehmen wir mit. Ich meine, wenn es for free ist, klar, nehmen wir mit. Guck mal, was ist das hier eigentlich?
Bloodbag. Ich weiß, es ist wahrscheinlich besser als das Medikit. Vor allem, das nimmt viel weniger Platz weg, Alter. Weiß gar nicht, was so ein Bloodbag bringt. Das stoppt wahrscheinlich aber keine Blutung. So erkläre ich mir das jetzt. Das geht nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. Diesmal nicht. So, warte. Irgendwo, da ist noch ein Bloodbag gewesen. Zack, dann können wir nämlich hier draußen Rack machen, daraus ein Bandage und daraus ein Dressing. Tada! Und dann haben wir schon so viele Dressings, Alter, dass wir so viel Scheiße bauen können. Außer machen wir hier nochmal... Genau neben der Pharmacy haben wir hier nochmal ein Arztzentrum. What the fuck, das ist völlig sinnfrei aufgebaut hier. Purification Tablets, die nehmen wir auch mit. Vitamine oder so, das bringt für mich keinen Sinn. Ja, hier oben ist die Military Base. Müssten wir geradezu und dann da nach oben. Silo 22, da haben Leute in die Kommentare geschrieben, hey Semi, nachdem ich halt die Maske hatte, du kannst jetzt in Silo 22, also gehe ich davon aus, dass wir ohne die Maske da halt nicht hin können. Denke ich mir jetzt so. Was mich jetzt interessieren würde, wäre ein Auto. Und warum hier verdammt nochmal keine Tankstelle ist. Ist doch strange, oder? Hier muss doch eine Tankstelle sein, Alter. Na gut, was soll's. Wir sind ja gut zu Fuß, beziehungsweise wir haben ja auch noch... paar Skills. Guck mal, dann können wir das endlich maxen. Können wir hier noch Pünktchen drauf verteilen. Wie sieht denn das hier aus? Da haben wir... Bakterien. Ja, ist alles schön und gut. Heilungs-Items effizienter nutzen. Ausgefallenere Blueprints brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, ich will jetzt hier auch nicht alles vorlesen, aber ich hab Bock drauf. Ja, guck mal, machen wir das. So, dann können wir auch schon deutlich besser rennen. Laufen wir richtig? Wir laufen richtig. Wir müssen uns dann links halten, ja. Alles in allem, muss ich sagen, Moskau, ganz schöner Fleck. Gefällt mir. Aber hat mich jetzt nicht so ultra vom Hocker gerissen. Ich freue mich richtig drauf, hier irgendwie mit einem Boot mal durch die ganzen Wasserwege zu fahren. Da hätte ich ja mal richtig Bock drauf. Aber ich denke mal, bis dahin haben wir dann auch unsere eigene Base. Ja, denke ich schon. Gerade mal im Kopf durchgerechnet. Ich denke schon, dass wir demnächst vielleicht mal anfangen, eine Base zu bauen. Ich will auf jeden Fall aber erst nochmal zu dieser Military Base. Wie gesagt, das juckt mir in Händchen. Auf dem Weg dahin halten wir aber in Zavod. Zavod. Deswegen, ja, ich denke mal, wir können jetzt hier einfach gerade durchlatschen. Zack. Ich finde das Messer ganz cool. Es macht nicht sonderlich viel Schaden, aber ich meine, ey, zwei Hits und die Zombies sind down. Da kannst du eigentlich nicht meckern. Ich meine, was willst du denn mehr? Vor allen Dingen, weil die Zombies beim ersten Hit einmal so nach hinten, also einmal innehalten. Und bevor die sich wieder bewegen, kannst du auch das zweite Mal zustechen. Mit dem Katana hast du halt das Problem, dass wenn du mit dem harten Stich nach vorne, wenn du mit dem daneben schlägst oder daneben stichst, warum auch immer das passieren sollte, bis du das nächste Mal zuhauen kannst, vergeht halt viel zu viel Zeit. Schade, ich habe gedacht, vielleicht wäre hier irgendwo ein entgleister Zug oder sowas. Das wäre auch ganz cool gewesen, aber es gibt es bestimmt auch. Aber es gibt hier auch richtig weitläufige Gebiete.
Also ich muss sagen, die Map Russia gefällt mir von allen Maps bis jetzt am besten, wenn man überlegt, irgendwas mit Multiplayer zu machen oder so. Roleplay vielleicht. Obwohl, das könnte man eigentlich wirklich gut machen. Was mich wundert ist, sag mal, gibt's denn keine Berries mehr an den Bushes? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Was ist denn da? Ach, das ist St. Petersburg da drüben. Oder ist mir irgendwas entgangen? Gab's da irgendwie ein Update? Dass es keine Bären mehr gibt an Büchen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wenn ja, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Beim nächsten Mal kommen wir Beim nächsten Mal kommen wir auf jeden Fall in Savort an, was wir da erleben werden und was wir dann auch in der Falk Military Base erleben werden. Das seht ihr in der nächsten Folge von Unturned. Bis dahin, macht's gut.